Hi, Freunde, ich bin Kai. Hi, ich bin Kai. Ich habe überlegt, das meinen neuen Einwahrspruch zu machen. Willkommen, wir sind wieder da mit einer Runde Horizon Forbidden West. Und wir müssen uns den Meta holen. Was ist denn das? Ja, wir holen uns den Meta auf jeden Fall jetzt. Und dafür reisen wir dahin. Um ein bisschen die Hauptstory voranzubringen. So, erstmal entspannt hier hinsetzen. So. Und da lang. Ja, ich muss immer. Ist immer schwierig, wenn du unterschiedliche Spiele spielst, in die haben unterschiedliche Steuerungen und auch unterschiedliche auch Objekte, die du nutzen kannst. Hier ist X springen, okay, das passt soweit. Sprinten ist dasselbe, R2 ist Dings und. Ja, okay. Ich bin wieder drin, hoffentlich in der Steuerung. Ah! Oh! Auf mich wird geschossen! Diese Schweine! Ich will nicht kämpfen! Die Barbaren ist festgenagelt! Vorrücken! Wer sind die denn? Okay, wer auch immer die sind, wir werden mit Sicherheit keine Freunde. Schwöre, wir werden keine Freunde. Ich muss an diesen Gegnern vorbei und in die Ruinen. Hey! Immer weiter schießen! Alle sind gut stark an sich, wa? Die Pisser hier? Den Ort? Zack! Bam! Ist ja gut jetzt. So, jetzt zapp, zapp, zapp. Ja, du bist jetzt gleich fertig, wenn ich mit dir fertig bin, du kleiner Wicht. Sag ich doch. So. Schießen! Vielleicht landet keine Schrift bei der Barbarin! Mir nach! Wir finden den Feind! Wir finden den Feind! Ach, Freunde, ich komme, ich gehe da jetzt einfach hoch. Und dann werde ich mal ein bisschen hier. Ich habe keinen Sichtkontakt. Bamba Zamba! Vorwärts! Da bist du ja. Durchhalten! Keinen Schritt weiter, Barbaren! Vorbei. Und warum sind sie auf Flucht aus? Ich sollte schnell zu den Meter, falls noch mehr von denen kommen. Ja, Queen Marine Salat. Muss es irgendwo hier drin sein. Ortskiste? Eine alte Skulptur, okay. 57 Meter in die Richtung. Fass Biotech. Oh. Das sieht aus wie ein altes Büro. Biotech-Forschungsanlage von Faro Automated Solutions. Biotech, Biotech. Das ist fast aktuell. Umweltsanierung. Biomüllentsorgung. Was auch immer Ihr Unternehmen benötigt, im Treibhaus helfen wir Ihnen bei der Problemlösung. Ganz natürlich. Noch eine Faro-Forschungsanlage. Ups. Okay, dann schauen wir mal, was uns jetzt hier noch erwartet. Eine Metallblume. Demeter sollte gleich hinter dieser Tür sein. Ah ja, ich hab das auch noch nicht. Stimmt. Falls ich sie nicht durchtrennen kann, muss ich einen anderen Weg finden. Im Moment kann ich nichts gegen die Ranken machen. Und dann kriege ich das Teil jetzt wahrscheinlich, was ich brauche, aber denke ich mal. Wird auch Zeit, dass ich das endlich mal habe, weil wir ja schon oft diese Metallblume gesehen haben. Oh,
Und hier noch. Oh, dann klettern wir hier schnell mal hoch. Hä? Na komm. Achso, so lang. Hier rüber. Und darüber. Und wir sind drin. Raum ohne Ausgang. Toll. Aber immerhin gibt's eine Konsole. Ein Protokoll. Ein Protokoll. Ich habe gerade mit der US Robot Command telefoniert. Die Zeit läuft uns davon. Hab mich nicht getraut, Harris zu sagen, dass unser Heilmittel schlimmer als die Krankheit sein kann. Auch gut. Nur was anderes. Auch wenn Diamantranken funktionieren, müssen wir noch beweisen, dass wir die Pflanzen wirksam eindämmen können. Wie meinst du das? Aber Kabels Team arbeitet drüben bei Teststation Efeu daran. Dann muss ich jetzt zu Efeu sicherlich, wa? Ganz bestimmt. Diamantranken. Noch ein Geheimprojekt. Sie haben hier die Metallblumen und die Ranken gemacht, dann erfahre ich vielleicht, wie man sie zerstört. Wenn ich Teststation Efeu finde. Mhm. Und wie komme ich hier jetzt raus? So wie wir reingekommen sind, oder? Oder auch so. Angeber. Ah, die sind schon wieder draußen. Die schon wieder. Wer auch immer die sind, sie wollen mich töten. Ich muss aufpassen. Schon gescannt. Jetzt. Nee. Aber jetzt nicht raus. Hier ist noch was zum Looten. Vielleicht kann ich die leise töten? Ich weiß gar nicht. Was ist, das sieht cool aus hier, wa? Uff. Haben sie cool gemacht. Ich könnte die Soldaten leise ausschalten. Da ist einer, da ist einer. Eine Barbarin ist auf dem Gelände. Hat's an den Wachen vorbeigeschafft. Findet sie, erledigt sie und bringt ihren Kopf zum Okay, hat nicht so gut geklappt, wie ich gerade wollte. Alles okay. Ups. So willst du es also, ja? Dann zeig ich dir mal, wo der Hake hängt. Na komm, trau dich doch. Oh. Die haben auch Loot. Wüstenvogelflügel, okay. Wüstenreptil. Aber die kommen auf jeden Fall scheinbar aus der Wüste, würde ich jetzt mal behaupten, wa? Also, ich komme vielleicht aus San Francisco. Das könnte natürlich sein. Aha, glaubst du aber selber nicht, oder? Oh. Mann, fall doch mal jetzt um, du Penner. So, da ist noch einer. Warte mal. So, jetzt ist er korrigiert. Ne, nicht ganz korrigiert. Doch. Oh, hier ist eine schöne Truhe. Ich kann mir die schon mal aufbrechen, bevor hier die nächsten Gegner kommen und wieder Stress suchen mit uns. Mag ich nicht. Elite-Sprengfalle. Aha. Berserker-Jägerfeuer sind jetzt für deinen Jägerbogen verfügbar. Feuer diese Pfeile auf Menschen oder Maschinengegner, um den Berserker-Zustand aufzubauen. Sobald dieser Zustand aktiv ist, greifen sie das ihnen am nächsten. Ah, okay, also Tollwut, so nennt man das auch manchen anderen Spielen. Brauche ich nicht. Ja, ich muss wahrscheinlich hier lang, wa? Sieht zumindest so aus. Mal, da ist dann noch einer. Ich mach Powerschüsse an. Ratatata! Daneben. Treffer. Aber nicht in den Kopf leider. Auch nicht getroffen.
Zack. 1500 Punkte haben wir von ihm bekommen. Kaiserlicher Wasserbombenwerfer. Ich muss irgendwie aus diesem Hof raus. Ja, naja, hier geht's weiter. Ja, ganz klar. Das finde ich ein bisschen immer so zu leicht gemacht. Alles. Also es ist einfach alles leicht, weil es ja auch immer so Hinweise gibt. Du musst halt gar nicht mehr denken. Ich wollte nicht gegen deine Freunde kämpfen. Sie griffen mich an. Wenn ich nur durch den Tod dafür büßen kann. Ich werde dich nicht töten, okay? Vielleicht doch. Ich will nur verstehen, was hier los ist. Woher hast du diesen Fokus? Er sieht anders aus, der Fokus. Ich gehöre zu den Auserwählten. Den Quen. Die nicht Armen Queen, sondern uns Quen. Allein die Macht des Fokus hinterlassen. Das Auge, das das Vermächtnis zeigt. Das Vermächtnis? Die Wahrheit. Sie liegt in der Dunkelheit und den Ruinen. Zwischen der uralten Asche und den Knochen des Vergangenen, auf das es wartet. Als Wahrsagerin muss ich sie suchen. Zum Wohle meines Volkes. Ist mir egal. Ich brauch dir auch. Vielleicht können wir uns unterstützen. Wie heißt du? Alva. Zweite Wahrsagerin in der Ostexpedition. Ich bin Aloy. Fangen wir von vorn an. Ich suche einen Ort in diesem Komplex namens Teststation Efeu. Hast du diesen Namen irgendwo gesehen? Nein. Ich habe etwas entdeckt, das wie eine Karte aussah. Aber sie war unlesbar. Verloren. Vielleicht werde ich ja daraus schlau. Da. Mit Sicherheit. Jede Menge Dateien. Sie durchgesehen. Schau im Abschnitt TH-Anlage. TH-Anlage. /. Wie gesagt, verloren. Du siehst die Karte nicht? Oh. Dein Fokus ist ein frühes Modell. Dein Betriebssystem kann Dateien von Nachmitte der 2050er nicht lesen. Ist vielleicht besser so. Aber ich kann sie mit dir teilen. Sie teilen? Sharen. Livestream. Du siehst das Verlorene und Verbotene. Ja. Weder verloren noch verboten. Nur ein neueres Format. Da. Dort muss ich hin. Aber das geht nicht. Wir versuchen seit einer Woche tiefer in den Komplex zu gelangen. Ich schaffe es. Das Geröll blockiert. Was ist mit dem Tunnel? Er wird von hier freigeschaltet. Nein. Ich hielt die da für eine Art Zugangskontrolle, aber ich konnte nicht genug Daten zum Bedienen lesen. Versuchen wir es mit meinem Fokus, okay? Diese Konsolen sollten wohl synchron bedient werden, aber ich bin nicht sicher. Dann machen wir das einfach zusammen, oder? Okay. Authentifizieren. Elisabeth Zorbeck, Alpha Prime. Die Ahnen haben uns den Weg gezeigt. Na los, gehen wir. Ciao. Ich soll mit dir mitkommen? Wir müssen den Tunnel doch zusammen öffnen, oder nicht? In den Tunnel nach einem Ausgang, aber warum bin ich im Tunnel wieso schon Ausgang? Ich will erstmal Dings finden. Das ganze Labyrinth. Ja. Danach sollte weiter drin noch ein Ausgang sein. Das war, dass du uns reingebracht. Bleib bei mir. Hallo? Sound? Ah, jetzt. Jetzt bitte. Okay, da muss ich wahrscheinlich jetzt hier durch und dann schwimmen, wa? Wahrscheinlich deswegen brauche ich auch. Ah ne, komm hier so durch. Ah ja, hier komme ich natürlich durch, weil ich ja den Feuerglimmer erledigen kann. Achtung!
Ich frage mich, ob sich wirklich jemand diese ganzen Dateien hier durchliest, wa? Es muss doch einen Weg rausgeben. Ja, mit Sicherheit. Bloß ich sehe ihn halt gerade auch nicht. Ich kann das mal scannen. Nee, warte. Oh, oder? Ja, nee. Doch. Alpha, achso. Ja, haben wir schon gescannt. Oh, vielleicht. Ist das da in der Wand? Naja, das meine ich halt so. In der Wand. Da fängt schon an, dass sie schon. Alter, schau mal. Der hat da sogar hingezeigt. Hier durch. Warte mal ganz kurz. Ich wechsle mal den Controller. Der andere ist besser. So. Sound ist auch noch da, sehr gut. Das ist mein neuer Controller, nämlich den ich erst letzte Woche umgetauscht habe. Der funktioniert besser. Eine Sackgasse. Versuchen wir einen anderen Weg. Gab's noch einen anderen Weg? Den kleineren Tunnel dort haben wir nicht probiert. Hier lang, ja. Ah, ja. Auf der Karte sollte der Ausgang da lang sein. Ich verstehe es ja, wenn sie nach 5 Minuten einen Tipp gibt oder so, aber die machen ja wirklich. Du hast ja nicht mal die Minute Zeit zum Gucken, so in etwa. Goldbarren. Ja, jedem ihr Zeug. Nein. Alles. Ja, fühlt sich wie ein Grab an. Ist eigentlich ganz interessant hier unten, so war. Ist gar nicht, was los ist mit euch. So, und hier geht's hoch. Samen der Vergangenheit. Öffnen. Boah! Was ist denn das für ein mächtiges Vieh? Das kann nicht gut sein. Gegen den kämpfe ich sicherlich noch. Tag im Komplex ein und aus. Nur die Ahnen wissen warum. Aber ich habe ja Trick 17 jetzt dafür. Natürlich. Wie könnten sie sonst Ahnen sein? Wie sie. Dringendere Probleme. Folge mir. Ja. Mir hat's geklingelt. Ein Moment. Das nehmen wir noch ein bisschen schnell. Okay, jetzt wie zum. Was ist denn das eigentlich? Leben im Glashaus, okay. Jetzt hier raus. Irgendwie ja und irgendwie nein. Ich finde das manchmal ein bisschen unübersichtlich hier so gestaltet, bin ich ehrlich. Was zum Krieg übersehe ich jetzt? Also ja. Ich weiß, dass da Gegner sind, aber. Hä? Ah, hier lang. Jetzt komme ich sicherlich gleich raus, weil dann kann ich die mir holen. Ah, sie juckt, warte. Maschinen. Wir können kämpfen. Oder vorbeischleichen. Was anderes als du entscheidest, Jonin. Was ist er für einer hier? Ein Langbein. Kurzer Prozess. Achso, so. Ah, jetzt dreht er sich um. Nee, okay, perfekt. Komm schon, komm schon. Er schneller als ich, doch nicht.
zum Tunnel graben. Oh Mann, jetzt muss er hier wieder scannen, der Typ, okay. Jetzt findet er natürlich nichts. Aber jetzt drehe ich wieder um und gehe deines Weges. Doch geschafft. Mann, brüll mich doch nicht an, sag mal, wer bist du denn? Spinner. Und da ist auch noch einer. Er überlebt das sogar, okay. Hab ich nicht gedacht. Bam! Bam! Ein Langbein. Sind noch zwei, um ehrlich zu sein, wa? Schieß ihm einfach mal ins Gesicht, mal sehen, was passiert. Jetzt halt, das ist halt cool, dass du, wenn du ihm ins Gesicht schießt, der verliert so viele Teile irgendwie, wa? Munition fehlt. Aua! Noch nicht. Ah ja! Wer? Wieso brennt der denn der eine so witzig hier? Wahrscheinlich, weil ich auf irgendwas geschossen habe von ihm, war? Oder ist es ein Bug? Ist doch okay jetzt, sag mal. Jetzt wäre ich aber erst welche langsam wild, wa? Kannst du mal. Warum ist denn der so stark? Was ist das für ein Vieh hier? Achso, ein Krallenschreiter. Also doch nicht jetzt hier. Der schwächste Gegner. So. Ja, durchdringender Stachel. Dann warte ich wohl hier. Mach doch, was du willst. Ich muss mich jetzt erstmal um den letzten hier kümmern. Ich beende das. Ich beende das. Wow. Ich hab noch niemanden so wie du gegen Maschinen kämpfen. Aber in sein Auge war man auf jeden Fall krass. Krasser Schaden, der er da kassiert hat. So. Guck mal da. Ich glaube, ich kann sie öffnen. Zack. Bin gleich hinter dir. Jetzt müsste ich nur noch raufkommen. Das kann ich hier raufschießen? Ja. Richtig. So, wir werden nicht X drücken, wir werden nämlich einfach nur laufen. Ah, klappt auch nicht immer so. Das mit dem Klettern ist semi. Semi gut. Auch hier so die Kameraführung. Warum muss ich sie denn jetzt hier unbedingt noch sehen auf der Kamera? Okay. Ist hier unten eigentlich irgendwas? Vielleicht können wir durch die Luke im Boden. Sieht wie die aus, die wir bei der ersten Station benutzt haben. Ja, machen wir gleich. Hier oben gibt es auch Konsolen. Aber man kommt nicht an sie ran. Mal. Warte kurz. Mal sehen, was ich finde. Loot. Loot, Loot, Loot. So, dann können wir schon mal hier runter auf jeden Fall. Große Lage, da kann man auf die Schiene bewegt werden. Ich glaub, die krieg ich da weg. Ah, da sind jetzt Sachen quasi dann. Also. Dahinter ist ein Hohlraum. 3 Goldbarren, das ist dolle. Sind auf jeden Fall wertvoll. Wäre ich wertvoll. Okulare Einheit. Die kann ich sogar noch weiterschieben. Aha. Ein Wartungsbrückungsschlüssel. Kann ich den jetzt hier. So, warte mal, ich kann wahrscheinlich hier weiterziehen, wa? Nee, doch nicht. Ich dachte. Hier ist nichts. Der steckt fest scheinbar. Den kann ich noch ziehen. Das rührt sich nicht. Okay, auch nicht. Vielleicht bei den anderen. Also viele sind ja jetzt hier nicht mehr. Aber hier kann ich den Schlüssel reinmachen auf jeden Fall.
Dann ist das schon mal offen. Vielleicht? Vielleicht kann ich die dann raufziehen. Dann spring doch. Einen Moment, lass mich nur. Ich hab's geschafft. Ja, super. War jetzt auch nicht so super schwer. Moment. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Einfach mal. Bis hier ran oder so, wa? Keine Ahnung. Ja. Sehr gut. Rüberspringen. Geschafft. Supi. Ich bin bei der Konsole. Machst du mal ein Seil runter oder so? Hier sind Daten. Viele. Aber gesperrt. Irgendeine Zugriffsbeschränkung. Ich muss dran vorbei, sonst scheitert meine Mission. Was sind so hysterisch? Ich helfe, wenn's geht. Okay? Aber zuerst müssen wir hier raus. Okay, wir müssen die Luke öffnen. Mal sehen. Hallo? Okay. Ich wollte schon sagen. Ich entsperre eine Speichereinheit. Endlich rauf. Hier war. Das muss weg. Da drin sollte eine Energiezelle sein. Da musst du eben. Ich hab die Energiezelle. Generatorraum. Okay, bin dabei. In was für einen Raum? Sau die Tür des Kontrollraums mit Strom. Warte, guck mal, hier kann ich noch was machen. Wahrscheinlich kann ich rein und von drinnen dann oder so. Schauen. Wie das ja am cleversten jetzt angehen. Hopp. Aloy! Konzentration bitte! Die Speichereinheit da ist ja irgendwo sein. Zeit ist hoch zu jagen. Jetzt kommt. Aloy, könntest du mich nächstes Mal vorwarnen? Warum? Wenn du. Versuch's. Okay. Die Türen haben wieder Strom. Du erreichst mich jetzt. Bin unterwegs. Müssen wir die Leiter schnell wieder hochstapfen? Und jetzt komme ich da durch. Okay, perfekt. Okay. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig bedienen, um die Luke zu öffnen. Ich gehe zur anderen Konsole. Du bleibst hier. Es kann losgehen. Ja. Bist du bereit? Bei zwei. Eins. Bei zwei habe ich ja nie jemanden gehört. C15 ein. Okay, dort müssen wir hin. Was ist das jetzt so? Was habe ich denn jetzt gemacht? Nein, 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 nein. Wie schalte ich dieses Ding aus? Hat sie das extra gemacht? Hundertprozentig. Ich hätte nicht vertrauen sollen. Doch, okay, die ist selber erstaunt. Ich habe jetzt gerade dieses Virus freigesetzt. Das ist keiner so richtig scheinbar. Alva, triff mich unten. Was, wenn sie in einem anderen Raum wären? Warum teilt sie so viele Dateien? Testprotokoll Ulmer. Heute ist Dienstag. Der zweite? Ach, egal. Ich sage das für das Ende der Welt. Es ist wirklich ironisch.
Biomasse-Umwandlung entwickelt. Unbegrenzte Nahrung für unbegrenzte Maschinen. Aha. Und jetzt liefern wir uns ein Rennen mit der Zeit, um was zu finden, das sie auffällt. Ah. Tja, es klappt. Kriegsmaschinen können die Ranken nicht fressen, aber können wir sie rechtzeitig einsetzen? Gott, ich hoffe es. Sag mir nur, wie ich dich kaputt mache. Hör auf. Deine Ahnen, sie wurden ausgelöscht. Dein Vermächtnis hat nichts gesagt? Die Zeit der Asche. Aber die meisten Daten darüber sind verloren oder verboten. Ja, deswegen sind sie auch verboten. Und sie erschufen Maschinen, die alles Lebendige verzehren. Wie hast du gerade gesehen? Ein Wunder, dass irgendwas überlebt hat. Ich will das nicht wissen. Deshalb bin ich nicht hier. Ich brauche die Weisheit der Ahnen, um mein Volk zu retten. Keine verbotenen Erkenntnisse über ihre Sünden. Ist doch gut. Nichts, das ich mitbringen kann. Die Aufseher werden mich bestrafen. Oder schlimmer, Menschen werden sterben. Wetten, die kommt mit zu mir, meine Base, meine Basis. Meine Familie. Meine Schwester. Sie war 14, als ich gegangen bin. Man konnte schon ihre Knochen sehen. Sie werden verhungern. Alva. Alva. Ich verstehe. Wirklich. Es ist schwer zu erklären, aber wir arbeiten auf das gleiche Ziel hin. Sicher? Wenn ich erfolgreich bin, wird dein Volk keine Daten brauchen. Die Dinge werden einfach besser werden. Besser werden. Vertrau. Wenn ich dir glauben sollte, mein Volk wird es nicht. Ich muss etwas zurückbringen. Wird das nicht tun. Okay. Wir gehen zur Teststation Efeu. Ja, machen wir jetzt. Bewegung bleiben. Die Teststation Efeu kann nicht mehr weit sein. Noch ein Labyrinth. Hurra! Aber der Weg zur Wahrheit verläuft niemals gerade. Gut, erste Sackgasse. Ein paar Wertgegenstände. Hier geht's nicht lang. Hier gibt's also nur einen Weg gerade. Und zwar hier. Die in den Daten Diamantranken genannt wurden. Ja, was damit? Sie sollten die zerstören. Ich hab noch gar nicht gefragt. Entscheid dich mal, was willst du noch alles fragen? Osten. Super weit gereist. Ja, die Grafik ist schon top. Was? Ah, hier. Das Treibhaus. Das brauche ich noch. Ich brauche noch knapp 10.000 Punkte für Level 39. 50 ist Schluss, weiß ich. Okay. Finden wir einen Weg zum Erprobungsgelände. Oh, hier ist aber ordentlich Vorrat drin. Was das wohl jetzt bedeutet, wa? So, das scannen wir mal. 100 Meter, okay. Haben wir? Nee. Ja, wahrscheinlich. Still. Bist still? Ja. Oh, guck mal, da liegt ein Feuerbrüllrücken. Es war da so klar. Ein Schreckflügel. Bist du dabei? Hallo. Ist überall verwundbar irgendwie. Brauche ich gerade nicht. Oder doch? Weiß nicht. Bist du dir sicher, was du da tust? Oh. Komm schon. Mann, ich schieße da daneben, also. Der hat gesessen, oder? Ich schieße einfach oben auf sie rauf. Guck mal, jeder Schuss trifft ja irgendwas Interessantes.
schon wieder leer? Powerschüsse. Dann reißen wir das Ding hier komplett ab. Ich weiß selber nicht ganz genau, wo ich jetzt hier raufschieße. Dadurch, dass das Vieh natürlich auch unsichtbar ist. Was ist denn das hier? Fortgeschrittene Feuerpfeile. Aha. Feuerjägerpfeile. Oh, der hat gesessen, wa? Mann, fall um jetzt. Zack. Unglaublich. Furchteinflößend. Aber unglaublich. Metallblume. Da. Wir sollten jetzt in Teststation Efeu können. Ungenutzte Waffen abgemeldet. Okay. Weiß ich Bescheid. War okay, weil es nicht so super schwer. Weil wir auch schon recht stark sind. Bam! Aber ich kann auch hier ein bisschen Leben mitnehmen. Und wir leben. Dann haben wir Leben wieder voll. Aber ich habe bis dato keine Punkte bekommen, wa? Gut, wir sind da immer noch in einer Mission. Noch in einer Mission. Bescheid. Das ist interessant. Was gefunden? Die vierte Teststation. Weide. Sie scheint unter Wasser zu sein. Diese Konsole ist doch. Sollte ich mir irgendwann anschauen. Irgendwann. Das ist ein sehr guter Anhaltspunkt. Das habe ich nie Schönes bekommen. Nur eine alte Skulptur. Zweimal gleich. Noch ein Protokoll. Schauen wir uns an. Fertig in jeder Hinsicht. Die Ranken funktionieren. Und Kabel hat einen Weg gefunden, sie zu zerstören. Lädt man einen kodierten Schlüssel in die Einsatzkapsel, wird ein Enzym ausgelöst. Es bewirkt, dass sich die Ranken selbst zerfressen. Ein Enzym? Aber wahrscheinlich müsste man so einen Code reinladen oder sowas. Die neuesten Prognosen der US Robot Command übertrifft die Reproduktion des Schwarms. Unsere Fähigkeit, die Hüllen abzuwerfen, um 375%. Keine Chance für uns. Das ist nicht so gut, oder? Ich nehme an, das verdienen wir. Ich verdiene es. Ja, dass du die ganze Welt wieder in Schutt und Asche bringst. Das wird mein letztes Protokoll vor der Evakuierung sein. Okay. Nicht gehen, bis ich habe, was ich brauche. Also waren all ihre Bemühungen umsonst. Ihnen ist die Zeit davon gelaufen. Zumindest haben wir das Softwaremodul, das sie entwickelt haben. Es sollte die Ranken der Metallblumen beseitigen können. Ah ja. Ich brauche eine Werkbank, um das Modul in meinen Speer zu laden. Bei unserem Lager ist eine. Die Karte zeigt einen Weg, der am nächsten Raum vorbei dorthin zurückführt. Jetzt. Tür aufstellen. Stelle den Rankenschneider her. Tun wir das. Hier ist noch ein Dings, nehmen wir noch mit. 20 von 39. Ich weiß nicht, ob das jetzt wahrscheinlich ist, das spezialisiert auf das Gebiet. Das bedeutet, mir fehlen noch 11 Dinger. Wir müssen hochklettern. Bin gleich hinter dir. Eigentlich ist das nicht wie bei Dying Light, dass du eine bestimmte Ausdauer hast, weil da hast du schon das Schwitzen bekommen, wenn du bloß was gesehen hast. Oh Gott, komme ich denn da jetzt überhaupt hoch? Habe ich genug Ausdauer? Wir können am Seil runterrutschen. Okay. Wir machen einfach so, wie ich das mache. Das ist das letzte Ding, was wir dann haben, wa? Brauchen. Das ist das letzte Spezialwerkzeug Nummer 4. Das war das letzte, was uns gefehlt hat. Schau mal da. Ja. In dem Sperrgebot kann dieses Modul die Ranken einer Metallblume lösen. Ablösungscode-Modul. Okay. Akzeptieren. Was kann ich denn noch verbessern? Und ein Forum von mir oder so? Wahrscheinlich nicht, wahr? Bei meinem Glück. Allen ist Schmutz. Und jetzt gehen wir zu diesem Datenkern. Mann, was? Schon sagen, was der jetzt schon wieder hier rumbeckert.
Ja, gar nicht. Oh, ein Stein. Na, kommt sowas zu einem Kampf oder? Alles Vorratslagerchen. Ne, geht's wieder raus. Das wollen wir ja nicht. Genau, hier wollen wir lang. Das Treib. Achso, ja, hier waren wir ja gewesen, stimmt. Und der Rolltreppe hier. Und da vorne ist das Modul. Und jetzt können wir die Dinge eigentlich mal aufmachen. Dann können wir die ein oder andere Elektroine nämlich. Wie funktioniert dieses neue Modul? Mal sehen, ob die Software funktioniert. Ah, ich muss das aufschlagen und dann muss ich einmal mein. Sie fallen auseinander. Die Tür ist jetzt frei. Ist ja interessant. Betritt den Datenkern. Coole Tür. Ui. Demeter, komm. Zeit nach Hause zu gehen. Zu Gaia. Wer sah nur des Lebens? Ja. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Demeter und ihre Funktion wieder her. Und schwuppdiwupp haben wir Demeter. Als nächstes kriegen wir die Hephaestus. Hephaestus? Er hat einen Fehlercode komplett. Getan. Mein Fokus hatte noch nie so eine Störung. Ich mach dir aber nicht. Ich habe eine spezielle Art von Daten gewählt, die du nicht lesen kannst. Sie hatte den Datenkern fest im Griff. Aber jetzt solltest du Zugang zum zentralen Server haben. Zum Ganzen. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Viel Spaß. Ciao. Du hattest recht. Hunderte von Archiven. Fast alle davon beziehen sich auf die Landwirtschaft. Es würde Jahre dauern, alle durchzugehen. Aber diese Zeit haben wir nicht. Dann nimm sie mit. Vorher gesagt hast. Oh. Ah ja, hallo, hallo, hallo. Ich glaube, ich spinne. Alba! Stopp, nicht schießen! Beim Wort der Ahnen, sofort aufhören! Die Waffe runter. Schau dir an, auf wen du geschossen hast. Diese Barbarin hat unsere Soldaten getötet. Ihr habt mich angegriffen. Diejenigen, die blind geschossen haben. Sie ist keine Barbarin. Sie hat mir zu den Daten verholfen, die wir brauchen. Komm, sieh sie dir an. So ein Auto. Willst du mein Auto sehen? Siehst du es nicht? Elizabeth Sobeck steht vor dir. Eine wiedergeborene Ahnin. Richtig, verneigt euch, ihr Lappen. Wahrsagerin. Wir sollten die Ahnen zurückbringen. Wir folgen Ihrem Wort, Kommandant, und nicht andersherum. Ist so. Es tut mir leid, Dr. Sobeck. Der Glaube unseres Volkes ist stark. Aber es gibt auch diejenigen, die nicht so vertraut mit dem Vermächtnis sind. Ihr habt die Wahrsagerin gehört. Die Daten wurden gefunden. Ihr zwei mit mir. Den Rest von euch treffen wir am Strand wieder für die Rückkehr nach Landfall. Ja, ja. Landfall ist, glaube ich, San Francisco. Ich kann nicht lange reden. Sie werden viele Fragen haben. Die habe ich auch. Ich weiß viel über die Vergangenheit. Und über Sobeck, schätze ich aber... Bitte. Ich muss es wissen. Das, was du sagtest, aufs gleiche Ziel hinarbeiten. Wie lange wird das dauern? Ich weiß nicht. Ein paar Monate? Du bist die größte Hoffnung meiner Familie. Lass dich von nichts aufhalten. Ei, ei. Für viele Dinge die Augen. Ach, stimmt schon, deren Fokus sieht einfach alt und all aus. Werde ich dich wiedersehen? Wir kehren bald nach Landfall des Vermächtnisses zurück. Es könnte gefährlich für dich sein, dorthin zu gehen. Aber sag mir, wie ich es erreiche, für den Fall. Es liegt weit im Westen, nahe der Ruinen bei der Zukunft. Dann können wir uns nämlich den nächsten Langhals holen. Ja. San Francisco. Landfall liegt auf der nordöstlichen Grenze der versunkenen Stadt. Die Ströme rund um den Archipel sind teuflisch. Ein Zugang ist nur von Süden möglich und der wird bewacht. Versuch es nur, wenn es sein muss. Wahrsagerin, was dauert da? Bitte, geh. Wenn du noch länger bleibst, fürchte ich, nehmen sie dich mit uns. Und das würde für keinen gut ausgehen. Freunde, ich habe einen Spitzen-Donnerkiefer in der Arena besiegt. Auf Zeit. Und einen Spitzen-Verwüster zugleich. Da könnt ihr fünf Hampelmänner... Ja. Abflug. Ich höre besser auf Alva.
Ich muss den Meter trotzdem zu Gaia zurückbringen. Aber vielleicht erkunde ich noch etwas die Gegend, bevor ich zur Basis zurückkehre. Und jetzt kann ich den Rankenschneider für diese Metallblumen benutzen, die ich gefunden habe. Achso, ich muss erstmal hier raus irgendwie, wa? Weil ich irgendwas anderes machen kann. Komme! Hui! Hui! So, top. 3.500 Meter, easy, wenn wir nicht laufen natürlich. Essen. Ah, hier ist schon der Strand quasi. Ah, das ist ja cool. Dann ist es ja. Da haben wir schon echt viel gesehen. Wir gehen zur Basis und werden das Teil abgeben. Natürlich. Jeder kann auf die Stelle schießen, an der du ins hohe Gras abgetaucht bist. So. Wir bräuchten eigentlich auch mal ein bisschen Zeug endlich mal, um unsere ganzen legendären Waffen und Rüstungen zu verbessern, die wir ja alle durch die Arena haben. Dazu gibt es auch ein separates Video auf meinem YouTube-Channel, wie ihr insgesamt vier legendäre Waffen kriegt, drei Rüstungen und vier legendäre Spulen. Sehr cool auf jeden Fall, auch gar nicht so schwer, wenn man den, so einen kleinen Trick hat. Also jetzt kein Glitch oder ein Bug oder so, sondern einfach, wenn man die Gegner leichter besiegt. Ja, und jetzt bringen wir noch Demeter zu Gaia. Ich weiß gar nicht, haben wir noch eine Drohne, wenn wir gar nicht mehr haben, glaube ich, war? Diese links sind. So, mal gucken. Wie ich sehe, hast du auch Demeter. Ja, ja. Hallo? So. Nee, okay, dann machen wir irgendwas hier an einfach. Schauen wir mal. Was für eine schöne Umgebung wir jetzt hier gemacht haben. Gute Wahl. Ah, die Wüste. Aber so, cooles Thumbnail, oder? Warte mal. So. Ich weiß gar nicht, wieder. Oh, jetzt lege ich in der. Ne, das wollte ich gar nicht. Oh, scheiße, das wollte ich nicht. Elite-Sprengfalle hört sich sowieso ein bisschen zu stark an, um da reinzurennen. Okay. Setze den Geierkern ein. Jetzt müsste sie ja schon stark genug sein, oder? Demeter beschafft. Mit der Beschaffung von Äther, Poseidon und Demeter hat sich meine heuristische Prozessordichte stark verbessert. Super. Ich sollte nun Hephaestus absorbieren können. Und wir haben bei dem Vorhaben, es aufzunehmen, Fortschritte gemacht. Äther? Mhm. Auf Vals Anregung hat Beta alle erhältlichen Informationen zu Hephaestus analysiert. Oh, hast du es nicht gemacht? Seine Expansion ist gewaltig. San Francisco. Es ist zu groß, um es zu beamen. Und der Kern, den du benutzt hast, könnte es nicht halten. Deshalb muss es an einem Standort mit direktem Kontakt zu mir bleiben. Aha. Einem Ort mit zwei Datenkernen. Zwei Kernen? Oh! Wo sollen wir so einen Ort finden? Gemini. Gemini? Eine verlassene Brutstätte in der Wüste westlich von hier. Ah. Seismische Aktivität hat die ursprüngliche Konstruktion zertrennt. Deswegen wurden zwei Datenkerne gebaut. Mhm. Da war ich schon. Die Tenakt markierten den Eingang als eine Art rituellen Ort. Wir müssen dich selbst hinbringen. Ich habe ein geeignetes, doch leicht sperriges Transportmittel. Na, jetzt bin ich ja gespannt. Um es zu Gemini zu tragen, ein Rucksack? Wir zwei Leute. Ah. Ich kann helfen. Das ist gar keine Wahl. Wenn ich auf dem ersten Kern installiert bin, locke ich Hephaestus auf den anderen und stelle ihn so. Dann initiiere ich die Vereinigung. Aber für den Bau dieser Vorrichtung werde ich eure Hilfe benötigen. Was muss ich jetzt noch machen? Kannst du es bauen? Ich denke, ich könnte, aber es wird nicht klappen. Die Zeniths werden dich finden. Die mach ich platt. Minerva wird deinen Standort nicht verbergen können. Das ist korrekt. Hephaestus zu absorbieren wird einen starken Stromstoß erzeugen,
der von jedem, der dazu fähig ist, bemerkt werden kann. Was, wenn wir mit mehreren Stromstößen die Zeniths hinters Licht führen? Mhm. Wenn Ahnt, So und Kotalo sich zu anderen Brutstätten begeben und eigene Stromstöße schaffen, würde das den bei Gemini kaschieren? Analysiere. Solch eine Taktik könnte effektiv sein. Und vielleicht auch, dass jemand stirbt. Sollten wir ein paar leichte Impulsgeneratoren bauen können. Ich hab doch gesagt, es wird nicht klappen. Mann, brüt's da mal. Ich hab's getestet. Hephaestus hat Alpha-Freigabe aus dem Zugangsmodul entfernt. Du wirst ihn niemals fassen können. Dann brauchen wir ein höheres Freigabelevel. Aber es gibt kein... Hephaestus Omega-Freigabe. Ted Farrow. Die Zerstörung der Apollo-Datenbank und Tötung der Alphas benutzt hat. Doch um sie zu kriegen, musst du Theben finden. Den geheimen Bunker, in den er sich zurückzog, als die Welt endete. Und niemand weiß, wo er ist, nicht einmal die Zeniths. Ja. Und ihre einzige Info war in San Francisco. Ich hab's gesagt, wir müssen nach San Francisco. Alva, die Quinn-Wahrsagerin, sagte, ihre Leute hätten bei Landfall eine Basis gebaut. Sie suchten von dort aus nach Daten in San Francisco. Sie kann uns vielleicht helfen. Nein, habe ich dir doch geholfen und sie sich umgebracht. Wenn ich weg bin, kannst du das Transportmittel und den Impulsgenerator bauen? Wo guckt sie denn hin manchmal, oder? Ich sehe zu, dass sie alles hat, was sie braucht. Laut Alva haben die Quen an der Küste eine Fähre. Level 39. Von San Francisco fahren. Hoffentlich erwartet mich dort ein freundliches Willkommen. Ja. Perros Grab, neue Hauptquest. Aloy, es ist mir gelungen, einen weiteren Raum bei den Servern zu öffnen. Alles klar. Okay, Freunde. Die Meta ist dann wieder eingestellt. Was können wir denn jetzt hier noch Schönes? Ich gucke gerade, ob wir noch so Schönes lernen könnten. Das ist hier mit Maschinen und so. Richtig schneller mit schweren Waffen, das hört sich ganz gut an, oder? Ein Punkt. Gibt's dann mit nochmal einen Punkt. Easy. Was ist das? Vor allem mächtigen Langblarkeks, Stachel. Repariere. Maschinengesundheit. Was ist das? Programme aktivieren. Schnell Maschine auf aggressives oder defensives Verhalten. Vielleicht bei Feinstellung ist oder was? Was ist das? Feinlimit. Erfahrungswirkung, okay. Was? So. Hallo, Stolperdraht auslöse. Den Handwerkerin, robuste Feinstellerin. Sag mal so, also bis jetzt ist das so alles Sachen. Zehn Bolzen auf einmal. Der macht ja irgendwie ja keinen Schaden. Sinn, Alter. Oder vielleicht irgendwas mit Passives. Ich habe auch noch drei Punkte. So. Spreng, Ausweich, Häckslermine. Reifer Häcksler. Was soll ich euch sagen? Das ist irgendwie alles nicht so das Wahre. Scharfschuss. Eher einen zweiten Pfeil. Ach, scheiß drauf, dann machen wir das hier lieber. Und dann wir halt da ein paar Punkte rein. Immer werde ich sicherlich mal die brauchen. So, wo ist jetzt dieser versteckte Raum? Ah, ich kann wieder Sachen plündern. Nicht jetzt. So gut jetzt zu tun, Mensch. Der Raum waren wir schon. Arendt und Kotalo haben ihre Sachen hier abgestellt. Aber scheinbar kann ich vielleicht noch mehr Begleiter haben, wa? Hallo Kotalo. Hast du Zeit? Solange du willst. Ich muss jenseits der Westküste zu den Ruinen. Ja. Stamm, Quen, Ozean, genackt, eindringende Banditen. Okay, komm. Ich bin schon wieder. Okay, ciao. Ich weiß, wen ich frage. Ja. Aber. Willst du? Später. Was siehst du dir da drüben? Die anderen, also diese. Ja. Ach so.
Ja, eine persönliche Bitte. Ich habe mit Gael gesprochen. Sie sagte, dass die Zeniths Metall mit Fleisch verbinden, um sich stärker zu machen. Könntest du mir helfen, das ebenfalls zu tun? Oh, klar. Du möchtest dir einen neuen Arm machen. Warum nicht? Ja. Gaia meint, sie könnte solch ein Ding bauen, wenn ich die nötigen Daten und Materialien beschaffe. Sie glaubt, diese Dinge gibt es dort, wo Beta sich vor den Zeniths verbarg. Ihr altes Forschungslabor. Ich bin nicht so vertraut mit Maschinen der alten. Es könnte gefährlich werden. Ort unbedingt. Wir hatten schon beim Glück leben. Verstehe. Aber klingt, als wäre es bei den Zehn. Wir werden es durchziehen. Okay. Ich rufe dich. Holen wir dir. Danke. Das ist was Cooles. Neuer Arm für ihn. Freut er sich doch. Die Frage ist jetzt, ja, es gab jetzt hier noch irgendwie neuen Abschnitt, den sie freigelegt hat. Die Frage ist ja nur wo. Warum geht die Tür so langsam auf? Hier unten vielleicht? Ne, hier ist so Datenlagerraum gedönst. Stimmt, irgendwo hatten wir noch eine zweite Energiezelle auch über, wa? Ja, 15. Kann ich die Tür jetzt öffnen? Was war das für ein Raum, Gaia? Ah ja. Das war als Diagnosezentrum für die Maschinenaktivitäten unten in der Werkstatt gedacht. Anscheinend wurde ein Großteil der Ausrüstung beschädigt. Der Tresor. Ist das ein weiterer Raum in der Anlage? War diese Tür immer versperrt? Peter wollte diesen Raum als persönlichen Bereich nutzen. Ich habe ihn auf ihren Wunsch gesperrt. Dann mach ihn wieder auf. Okay. Aber hier gibt es keine Privatsphäre in meiner Basis. Aber griffige Sprung. Wir brauchen noch. Hier oben vielleicht war das, war. Eine Energiezelle. Ja, sag ich ja. Hier ist eine. Die können wir da reinmachen. Da bin ich gespannt, was dann passiert. Hopp. Hier rein. Bringt nichts, okay. Warte ich mal, war das jetzt hier, war das, war? Ja. Schon. Irgendwas, das jetzt hier noch Interessantes aktiviert. Interessiert mich noch? Hier könnte eine Energiezelle reinpassen. Oh, nein. Und ich habe eine in der Hand. Okay, die Konsole hat jetzt Strom. Ach hier. Bitte sagen und du? Diesen Daten zufolge hatte Festes versucht, sich in die Werkstatt zu hacken. Scheint ihm nicht geglückt zu sein. Das war's? An Infos? Okay, kann mal jemand eigentlich aufräumen? Wie sieht's denn hier aus, sag mal? Hier mit dem Dreck und so. Die chillen die ganze Zeit in meiner Basis, weißt du, ich mach alles und die könnte ich mal aufräumen? Also, und auch hier dieses Gelumpe von euch überall, was hier rumliegt. Sieht aus wie bei den Ludolfs hier. Grausam. Ich gehe auch hier. Was soll denn das? Überall Müll. Ich gehe Messi. Könnte mich schon wieder aufregen. So, was haben wir denn jetzt? Einige Stunden. Überschreiben. Aloy, der Weg zur Küste ist weit. Wenn du unterwegs Vorräte brauchst, solltest du nach Schluchtrand gehen. Das ist ein Dorf des Tiefland-Clans, südwestlich des Hains, im Herzen des Dschungels. Okay. Danke für den Tipp. Hier gibt es noch Schlund. Best aktivieren, so. Ach hier, nee, das ist Dornmarsch. Hier ist Finder Alva. Hier, der hier ist solche krass Stachdrücken-Areal. Ich glaube, der ist stark. Aber ach, hier ist Schluchtrand. Da waren wir schon gewesen. Okay, Freunde. Das war der nächste Part von Horizon. Wir haben jetzt, ich muss mal schnell speichern, Demeter. Und als nächstes müssen wir nach San Francisco. Da freue ich mich ein bisschen, wenn auch der nächste Langhalsstar auf sich wartet. Dann vielen Dank fürs Anschauen. Und wir sehen uns zum nächsten Video oder auch zum nächsten Stream. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
So, das war das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, einen Kommentar oder sogar ein Abo, damit ich weiß, ihr habt es gesehen, euch hat es gefallen und vielleicht konnte ich euch auch weiterhelfen, was mich super freuen würde. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Bis dann.